Einen wunderschönen guten Morgen. Leider hat sich jetzt wieder was geändert. Ich hatte natürlich heute naja, so ging. Also, ich habe mich heute niedergelegt und dann habe ich plötzlich beim Niederlegen so ein irrsinnig starkes Würgegefühl verspürt und da wieder mein Atemproblem. Ich habe dann gleich natürlich geläutet um 0:30 Uhr, glaube ich, war das. Ja, also das war eher, ich meine, ja, der Arzt hat sich so sehr bemüht, aber man konnte nichts feststellen. Ja, er hat dann gemeint, ich soll abwarten und bin dann wieder ins Zimmer gegangen. Dann konnte ich ein bisschen einschlafen, aber also das, was ich da heute geträumt habe, also ich weiß nicht, einen urargen Albtraum gehabt. Dann bin ich nochmal aufgewacht, dann bin ich nochmal schlafen gegangen und ja, dann habe ich, glaube ich, nichts mehr geträumt. Ja, heute beim Muskelaufbautraining um 7:30 Uhr. Ich habe mir gedacht, ich probiere es, aber es ist mir genauso gegangen, wie, glaube ich, am Mittwoch war das, dass ich so das Training Gott sei Dank bis zum Ende geschafft habe. Aber ja, aber dann habe ich wieder meine Luftprobleme gehabt. Dann bin ich natürlich auf die Betenstation gegangen, weil der Dr. Bauer hat mir damals gesagt, okay, wenn was sein sollte, soll ich in die Bettenstation gehen. Wer hat heute auch keine Termine mehr frei gehabt? Ja, der Ärztin habe ich natürlich das erklärt. Sie konnte natürlich nichts tun und ich habe natürlich auch meine Situation erklärt und also ich habe ja auch gesagt, natürlich, ich kann mir das selber nicht erklären. Also es kann einfach nur, ja, es kann. Ja, ich weiß nicht, an was das liegt, dass das immer wieder auftaucht. Ist das, weil ich das Training nicht gewohnt bin oder ist das psychosomatisch? Also das habe ich eigentlich noch nicht rausgefunden. Aber gerade an dem Tag, wo ich das Wassertraining hätte, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Ja, jetzt schaut die Situation so aus, dass ich nur den Termin bei der Wandergruppe habe, weil ich habe gesagt, okay, den würde ich mir lassen, weil ich da einfach frische Luft habe und weil da, wenn man das vielleicht gut tut. Und um 12:30 Uhr habe ich dann Beratung für die Trainingsplanerstellung. Also die zwei Termine habe ich belassen und sonst habe ich wieder alles storniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, was los ist einfach. Also ich kann mir das nicht erklären, warum ich schon wieder diese Atemprobleme habe. Einmal kann ich wieder leichter atmen, dann geht es wieder schwieriger. Also ich weiß nicht, an was das liegt. Also ich kann mir das nicht erklären. Und das Einzige, was ich natürlich habe, ist noch die Inhalation. Die mache ich dann nach dem Mittagessen bzw. nach dem Abendessen. Ja, also das ist jetzt einmal der aktuelle Stand. Also wie gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht erklären, warum das schon wieder da ist. Ja, und das Würgegefühl, ich hatte das natürlich auch schon in Wien in schwächerer Form. Also das habe ich schon seit längerer Zeit eigentlich gehabt. Aber so intensiv wie heute am Abend, wie ich mich niedergelegt habe, hatte ich es eigentlich noch nie. Ich meine, jetzt ist ein bisschen besser, wenn ich so sitze. Aber wie gesagt, ja, ich kann mir das nicht erklären. Also, und das wegen einem Würgegefühl, das kann auch wegen meiner Struma hängen. Also, das heißt, ich werde morgen mit dem Dr. Bauer sprechen, wird dort morgen auf der Betenstation Dienst. Da werde ich gleich um 8 Uhr hingehen, weil zwischen 9 und 9:30 Uhr hat er keine Zeit wahrscheinlich oder da was zu tun. Aber das ist ja kein Problem, wenn ich da morgen um 8 Uhr vielleicht gleich hingehe. Oder nach der Therapie. Ich werde sehen, wann ich hingehe. Es kommt auch auf den Therapieplan an. Aber ich schaue, dass ich das vielleicht gleich in der Früh dann erledigen kann, dass ich vielleicht gleich nach dem Frühstück runtergehe. Das wird am allerbesten sein, glaube ich. Ja, ich werde morgen nach dem Frühstück gleich zu ihm runtergehen, das nur mal besprechen. Aber wie gesagt, ich kann mir das alles nicht erklären. Das mit dem Würgegefühl kann ich mir eher noch erklären, weil bei mir ist Struma festgestellt. Wann ist, meine Ärztin hat so gesagt, die braucht man da keine Sorgen machen, aber
Aber dieses Würgegefühl, ja, das kann eigentlich nur an das Trauma liegen, weil an was sie das Würgegefühl sonst liegen. Also ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir es nicht erklären. Also das mit das Trauma muss ich auf jeden Fall noch abklären, auch wenn meine Ärztin sagt, die braucht man keine Sorgen machen. Ja, für heute wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und ich halte euch, wie gesagt, wie immer auf dem Laufenden.